Es wird immer verrückter. Die Stadt Hannover fordert ein Verbot. Der Stadtrat von Hannover sitzt heute zusammen. Grüne, die Volt-Partei und die Piraten, sie fordern also vom Stadtrat ein Parteiverbot oder ein Verbot der AfD. Es wird eigentlich immer irrer. Das heißt also, mit Argumenten kommen sie nicht bei. Und dann fordern wir ein Verbot einer Oppositionspartei, die immerhin ein Viertel der Menschen in Gesamtdeutschland wählen möchten. Und in Ostdeutschland sind es immerhin über 35% plus. Neben mir steht ein erfahrener Rechtsanwalt, Rainer Thesen. Rainer Thesen, was hältst du davon? Sind die irre geworden? Sie sind irre geworden. Erstens einmal ist ein Stadtrat natürlich überhaupt nicht zuständig für so irgendetwas. Das ist keine kommunale Angelegenheit. Es wäre auch merkwürdig, wenn die Landesregierung und die Bundesregierung dem Folge leisten würden. Und wenn, dann muss man wissen, dass alle ernstzunehmenden Verfassungsrechtler vom früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts an angefangen, Professor Papier, der Auffassung sind, ein solches Verbotsverfahren hätte keine Chance, null Chance. Also was da betrieben wird von diesen Stadträten, das ist heiße Luft, wenn man freundlich ist. Und wenn man unfreundlich ist, will ich jetzt nichts weiter sagen, sonst mache ich mich ja strafbar. Jawohl, man muss sagen, das ist blanker Populismus, ein Na Wahnsinn. ja. Argumente haben Sie nicht. Rainer, ich mache mich nicht strafbar, wenn ich sage, für mich sind die Grünen die extremistischste Partei, die wir in Deutschland haben. Das fällt unter die freie Meinungsäußerung. Das fällt unter die freie Meinungsäußerung. Also überlegt mal, ein grüner Stadtrat, der will, dass hier in Hannover laufen tut. Und ich sage nur eines, wenn ich mir die Grünen, die AfD anschaue in Niedersachsen, Stefan Matschaschewski-Trebes, ein Radiologe, so viel Hirn wie der hat, sollte man mal an anderer Stelle suchen. Ja, ich glaube, dass manche Fraktionen anderweitig nicht so viel Hirn haben wie der gute Mann alleine. Ich wünsche euch was. Lasst euch mal durch den Kopf gehen. Tschüss.